Leute, was geht ab? In 2 Tagen ist es soweit. Dann ist Silvester. Und ich halte es nicht mehr aus. Deswegen mache ich jetzt einfach ein etwas größeres Vorfreude-Video für euch. Mit allen Artikeln, die ihr ja sehen könnt. Ich stelle euch die Artikel wie gewohnt kurz vor und dann gehen wir raus und zünden natürlich alles. So, es geht los mit Luftpfeifern von Leslie. Ich denke mal, die kennt jetzt mittlerweile auch jeder. Die sind ja Kategorie 1. Cut F1. Und genau, gibt es nichts weiter dazu zu sagen. Dann haben wir hier die Mini-Raketen von Panda. Ich kann, wie gesagt, nichts über den Effekt sagen. Wir werden einfach schauen, was das für welche sind. Ob das mit Knall ist, mit Crackling, keine Ahnung. Oder Pfeifraketen. Dann haben wir hier die Harzer Knaller von Weco. Gucken wir mal rein, wie die Dinger so aussehen. Ah, na klar, ist er zu. So, jetzt ist die Packung offen. Ach, schau an. Da sind die ganz normalen Pyropetarden. Mit gelbem Reibkopf hier. Schön. Dann haben wir hier 2 Magnum von Jorge. Das ist Kategorie 3. Dann ein Päckchen Pyro Cracker aktuell von Keller mit einer Gesamt-NEM von 1,6 Gramm. Oder ist das pro Böller? Ich würde eher denken, es ist pro... Na, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Schauen die Dinger aus. Steht hier noch was drauf? Na, Fokus. Jetzt. Ach hier, NEM 0,2 Gramm. Also 1,6 auf alle Böller. Das ist echt wenig. Na gut. Dann hier die Moskitos von Leslie. Ich bin echt gespannt auf die Dinger. Eine Goldglitzerfontäne von Nico Feuerwerk. Einen kubischen Kanonenschlag von Weco mit 4,5 Gramm NEM. Dann haben wir hier ein Päckchen Riesenchina Böller D von Weco. Gucken wir uns die auch kurz mal an. Okay. Sehr interessant. Das ist nicht dieses normale Papier, was sonst immer verwendet wird. NEM 15 Gramm. Ich glaube, wohl 1,5 Gramm oder irgendwas. Aber guckt euch diese Wandung an. Die ist echt ultra dünn. Hier geht es ultra weit rein. Hinten sogar leicht zugeklebt. Na, mal sehen, was die können. Aber die sind echt steinhart. Da sieht man sogar noch die Trennebene. Na gut. Dann haben wir hier Pyrus Beat von Keller. Einen roten Corsair. Den will ich unbedingt testen. Na? Jetzt. Dann haben wir hier nochmal Klasse 1 und zwar Irrlichter von Nico Feuerwerk. Dann haben wir hier die Speedbirds. Gucken wir uns auch mal einen an, wie die Vögel aussehen. So kleine Vögel sind das hier. Mit einer NEM von... Steht das hier drauf pro Stück? Nee. Leider nicht. Was stimmt denn? 6 Gramm pro Stück, 1,5 Gramm. Okay. Dann dieser Super Böller 2, also dieses Super Böller 2 Päckchen ist leider aus dem Pyro Art Schinken. Da sind sozusagen Nico Böller drin gewesen, das wusste ich nicht, das ist wirklich schade. Aber naja, gucken wir uns die Teile mal an, wie die so aussehen. Ach ja, hier kommt schon die ganze Tonhalle raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sieht echt nicht gut aus. Jetzt. Das hier rieselt es echt raus. Ich will das Ding jetzt nicht umdrehen. Das ist ja ganz normale Verarbeitung. Dann haben wir hier das ist das letzte jetzt hier. Zum Schluss jetzt noch die Elysium Multi-Feuertopf-Batterie. Schönes Ding. Eine Gesamt-NEM von 80 Gramm. Ja.
Ich hoffe, euch gefällt die Mischung und wir sehen uns gleich draußen wieder. So Leute, ich bin jetzt hier draußen und ich habe jetzt hier meinen Beutel mit und ich greife hier einfach mal rein. Und da haben wir den Super 2 von Nico, müsste das sein. Genau, den werden wir jetzt zünden. So. Der war richtig gut. So, was haben wir denn hier noch? Ich greife noch mal rein und da haben wir hier die Mini-Raketen. Ich mache die mal kurz schnell auf und stelle eine oder zwei auf und dann sehen wir uns sofort wieder. So, Nummer 1, ich muss bloß mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege mit dem Autofokus oder ob der da oben dann alles verschwommen zeigt. Schaut einfach mal. Eine Mini-Pfeifrakete mit Knall. Sehr geiler Schall hier. Wir machen mal noch eine zweite hier. Die kleinen Teile, das ist echt Wahnsinn, was die können. So, dann als nächstes. Was haben wir hier? Oh, das ist Papier. hier ist noch eine Packung. Speedbirds von Nico. So, Nummer 1. Ah, das ist nicht richtig hochgekommen. Versuchen wir noch mal den zweiten jetzt hier. Der liegt hier schon bereit. Ja, der ging doch gut hoch für die kleine Größe. Sehr schön. So, was haben wir denn im Pyrobeutel? Aha, hier hinten sind Speedies. Die Speedies von Pyrospeed von Keller. Machen wir jetzt auch mal ein paar. So, mal sehen, ob die auf diesem modrigen, matschigen Boden überhaupt funktionieren. Hoffen wir es mal. Na, bleib stehen, du. Nicht ganz. Versuchen wir nochmal einen zweiten irgendwie vielleicht woanders hinzustellen. Oder legen wir den jetzt einfach mal hin hier. So. Sehen, ob der funktioniert. Ich hoffe es. Der hat nicht funktioniert. Der ist einfach explodiert. So, alle guten Dinge sind drei. Versuchen wir jetzt nochmal einen dritten. Ich lege den jetzt mal so hin. Nee, der funktioniert jetzt auch nicht. Dann war das echt ein Fehlkauf. Nee. Okay, dann muss ich es mal in einem anderen Video versuchen. Auf einem richtigen Asphaltboden oder so. Tut mir leid. So, was hat der Beutel noch so zu bieten? Was ist denn das hier? Noch ein Super 2 von Nico. Na gut, hauen wir das Ding auch noch weg. Würde ich sagen. Zack. Boah, die drücken echt ordentlich. Das ist echt geil. So, als nächstes. Ah, hier ist noch eine Packung. Die Irrlichter von Nico. So, jetzt eins in Gelb hier. Oh, die sind aber schön. Also, haben die immer so eine lange Brenndauer und auch so einen schönen Auswurf? Das war ja echt genial. Haben wir gleich mal noch einen hier. Sind die schon älter? Ich weiß nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, ob die schon älter sind oder nicht. Ach, hier steht noch Nico Europe. Na, ich weiß es nicht ganz genau, ehe ich euch jetzt was Falsches erzähle. Hier ist zumindest noch ein blaues drinne.
Probieren wir mal das Blaue, wie das aussieht. Ja, das hat eine blaue Flamme. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Boah, die Brennsau, die Brenndauer. Das ist echt geil. So, die zwei heben wir uns auf. Machen wir jetzt mal. Legen wir das mal hier zu den anderen Sachen mit dazu. Zack. Und zack. So, und schauen wir mal, was jetzt hier noch drin ist. Müsste ja noch einiges sein. Was haben wir denn hier? Ah, der rote Corsair. Das Highlight. Bin ich ja gespannt, ob die besser sind als die Super 2 von Nico. Alter Schwede, heftig. Guckt mal, wie es das Ding zerlegt hat hier. Die Schnipsel hier. Boah, das war echt krass. Boah, der war richtig druckvoll, der Knall. Also die Leute haben nicht gelogen, die das in den Videos vor mir schon gemacht haben oder gezündet haben. Die sind echt heftig. Oh hier, guck mal. Gleich dazu im Vergleich, die Magnum, das ist ja ein K3 Böller. Bin ich ja gespannt, ob das Ding lauter ist. Nee, nee. Der Knall war kürzer, fand ich. Und nicht so druckvoll wie der von dem roten Corsair. Echt krass. Der rote Corsair Klasse 2 hat echt diesen K3 Böller da besiegt. Schick, schick. Kubi. Na, da haben wir ja noch einen Vergleich jetzt hier. So, Umwelt schon. Und die Plastikkappe wieder in den Beutel zurück. So, mal sehen, ob der Kubi mithalten kann mit den zwei. Neue Charge von Weco. Boah, der war auch heftig. Oh, hier ist ein Rauchvulkan, aber man sieht es leider nicht, weil es zu dunkel ist auf der Kamera. Richtig, richtig nice. So, was haben wir denn jetzt hier noch drin? Hier habe ich noch Moskitos. Let's go. Ich pack die mal kurz aus und dann sehen wir uns sofort wieder. So Leute, jetzt der erste Moskito von Leslie. Und damit auch mein erster Moskito, den ich jemals gezündet habe. Herrlich, aber ich habe ihn leider nicht mit drauf. Die Dinger sind ja so schnell, dass wir es nicht hinkriegen, die ordentlich drauf zu kriegen. Der nächste. Sehen, ob ich schnell genug bin. Man weiß auch nie, wo ich... Ne, wieder nicht. Aber man hört es ja wenigstens. Alter, sind die Dinger geil! Ich flipp aus. Hoffentlich kommt jetzt hier kein Bauer oder so. Der Hund brüllt schon aus dem Dorf. Oder bellt. So. Pyrogregor von Keller. Als nächstes. So. Da schauen wir mal, wie die dieses Jahr so sind. Wie sehen die überhaupt aus? Ach, hab schon gezeigt, nicht? Ganz schön klein und ranzig. Aber darauf kommt es ja nicht an. Ja, der hat es ganz schön zerschnipselt, muss ich sagen. Ein sehr lauter, aber heller Knall. Also für einen Pyrocracker fand ich es echt gut, muss ich sagen. Die sind auch sehr hart. Ja, ja. Ach, die schnippeln ja richtig. Schade, dass man das jetzt nicht sieht. Aber ich denke mal, ich werde davon noch welche tagsüber zünden. So, legen wir das auch mal hier hin. Und als nächstes, was ist denn das hier? Riesen China-Böller. Aber die sind, ach ne, zwei sind noch drin. Da können wir die zwei gleich testen. Von, was war das denn? Von Weco. Die neuen mit diesem seltsamen kraftroten oder sehr starken roten Papier, ich weiß nicht. Das ist was anderes als sonst immer. Aber 15 Gramm, wartet mal, sieht man das? Hier ist es zu hell. Hier steht 15 Gramm drauf, NEM. Ich glaube nicht, dass in einem Böller 15 Gramm drin sind. Das wäre ja gegen die H2-Regeln. Oh, die sind echt. Also, die Böller, also finde ich, werden wirklich von Jahr zu Jahr besser.
Der war echt richtig gut. Doch der zweite hier. Die Dinger schnipseln ja echt, das ist krass. Das ist echt utopisch und sind mega laut. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Ach, die Luftpfeifer von Leslie. Ich pack die auch mal schnell aus und wir sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt der erste Luftpfeifer hier. Die bin ja ähnlich mal wie die normalen Luftheuler hier rumwirbeln, die bleiben ja liegen. Ja, sehr schön. Ging auch sehr lang, fand ich, der Pfeifton. Zweite. Mal sehen, wie der ist. Nice. Aber ich glaube mal, der Ton wurde nicht richtig gut aufgenommen. Ich habe hier gerade so ein Symbol gesehen. Der hat jetzt gedacht, es ist Wind. Es pfeift. Mal schauen, wie das jetzt in der Video rüberkommt. So, was haben wir hier? Ach, noch so ein D-Böller. Gut, da haben wir das Ding auch noch weg. Wenn der unbedingt gezündet werden will, kriegen wir den Wunsch. Boah. Geil. So, ich würde jetzt gerne mal diese Fontäne von Nico zünden, wenn ich die finde. So, jetzt habe ich sie gefunden. Also jetzt die Goldglitzer-Fontäne von Nico. Mal schauen, wie die so ist. Oh, sehr schön. Die Bränder fand ich auch voll okay. Also das war wirklich eine sehr schöne Fontäne. So für die Vorfreude, finde ich. So, nehmen wir auch mit. Das Müll. Zack. So, als nächstes jetzt hier. Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch eine Verpackung. Reibkopfknaller nach harzer Art von Weco. Na dann, zünden wir die Teile mal. Sehen, wie die so sind. So, ich lege sie wieder hin. Wir zünden gleich mal zwei auf Schlag hier. Einfach weil wir es können. Okay. Ja, für Reiber. Sind die doch echt gut. Machen wir noch einen dritten, weil es so schön war. So, leg mal hier hin. Oh, Packung mit. Ja. Ja. Gefällt mir. So, was haben wir denn jetzt noch hier drin? Ist überhaupt noch was hier drin? Papier. Was haben wir denn hier? Auch noch so ein Speedbird. Dann machen wir den auch noch. Oder ein langes Video dieses Mal. Ja. Ich denke mir, seid mir da auch nicht übel. Schön. So. Jetzt gucken wir mal hier rein, ob hier überhaupt noch was drin ist. Also da sehe ich jetzt nichts mehr. Außer noch zwei paar Blätter. Ansonsten sind wir jetzt durch hier. Da fehlt jetzt ja bloß noch hier unten die schöne Elysium. Dann machen wir die jetzt einfach mal zum Abschluss. So, na dann, ich hoffe mal, es stellt scharf. Ich habe noch nie Höhenfeuerwerk mit der Kamera gefilmt, das ist jetzt das erste Mal. Also bitte verzeiht mir, wenn es halt vielleicht unscharf wird, dann muss ich mal gucken, wegen den Einstellungen. Aber jetzt erstmal viel Spaß. Boah, geil. Sehr schön. Also wenn das jetzt niemand im Dorf gehört hat, weiß ich auch nicht. Aber diese Feuertopfbatterie für, ich glaube, 1,99 oder so aus dem Lidl, die ist echt einfach nur top. Richtig geiles Teil. Also dann, Freunde, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, eure Vorfreude ist jetzt noch krasser. Oh, wartet mal. Hier sind ja
wartet mal, hier sind die letzten Momente, die sind ja gar nicht angegangen. Ja, da machen wir noch, mal von hinten. Das ist ja jetzt was. Mach mal der letzte Schuss hier. Aha. Mensch, das hätte ich euch jetzt fast vorenthalten. Ja, aber jetzt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ein Like. Wenn nicht, dann kritisiert nicht. Auch okay. Schreibt in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, ob euch solche Mischungen mit allem drum und dran gefallen oder ob ihr lieber was anderes sehen wollt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Haut rein!